Es ist erst eine Woche her, dass ich die letzte Folge von Nachspiel aufgenommen habe. Aber in der Zwischenzeit ist wieder so viel passiert, dass ich gar nicht sicher bin, ob ich all diese News überhaupt in der nächsten Folge der UFO-TV-Wochenschau unterbringen kann. Ob ich was weglassen muss oder kürzen. Und einige Dinge sind passiert, die einer längeren Analyse bedürfen. Denn ich glaube, wir haben gerade jetzt, gerade in dieser Woche, einen wesentlichen Wendepunkt in der Enthüllungsbewegung erreicht. Und darüber wollen wir nun sprechen. Also gut, dann legen wir mal los. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Frauen Männern gegenüber auch gesetzlich extrem benachteiligt. Also es ist nicht so, dass Frauen heute schon komplett gleichberechtigt wären. Es gibt immer noch viele Hürden und Probleme, denen sie sich gegenüberstehen. Aber bis in die 70er Jahre hinein in Deutschland und Österreich waren Frauen untergeordnet dem jeweiligen Mann im Haus. Soll heißen, egal ob es ihr Vater war oder ihr Ehemann, ohne die Einwilligung des Haushaltsvorstands, des Mannes, durften sie keine Arbeit annehmen, Verträge abschließen, alles Mögliche. Und in der Schweiz wurde das Frauenwahlrecht überhaupt erst Anfang der 70er Jahre eingeführt. Bis in die 70er Jahre hinein war auch in Mitteleuropa Homosexualität strafbar. Also mit Gefängnis bedroht und ja, wurde auch durchgeführt. Nicht gegenüber Minderjährigen oder so, sondern auch erwachsene Männer, auch erwachsene Frauen konnten eingesperrt werden, wenn sie ihre Sexualität auslebten. Heute können homosexuelle Paare, also gleichgeschlechtliche Paare, heiraten. Eigentlich eh schon relativ lange. Und in den meisten Ländern auch Kinder adoptieren und ja, sind gesetzlich anderen Ehepaaren de facto gleichgestellt. Und wie gesagt, das ist alles noch nicht so lange her. Das sind so 50 Jahre, in denen das passiert ist. Die gesellschaftliche Akzeptanz hat sich vollkommen verändert. Denn das, was damals mit den Frauen passiert ist, dass sie also das alles nicht durften und vieles andere nicht, Vergewaltigung in der Ehe war legal beispielsweise, das hat sich massiv geändert. Was damals gesellschaftlich akzeptabel war, ist heute bei weitem nicht mehr gesellschaftlich akzeptabel. Umgekehrt ist das heute wie die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren akzeptiert. Naja, es gibt immer wieder Leute, natürlich gibt es immer Leute, die noch dagegen sind oder protestieren und die wird es immer geben, egal worum es geht. Aber grundsätzlich, gesellschaftlich ist das alles akzeptiert. Man sagt, das Overton-Window hat sich bewegt. Overton-Window oder Overton-Fenster ist ein Begriff, der bei uns nicht so gebräuchlich ist. Er bedeutet, dass das, was gesellschaftlich akzeptabel ist, ein gewisser Bereich der Möglichkeiten darstellt oder abdeckt. Auf der einen Seite extrem in die eine Richtung, auf der anderen Seite extrem in die andere Richtung. Und das, was wir als gesellschaftlich akzeptabel ansehen, ist genau in der Mitte. Oder ist halt jeweils an einem bestimmten Punkt dieser Linie, zu jedem beliebigen Thema. Und dieses Overton-Window hat sich bewegt in den letzten 50 Jahren, was zum Beispiel Frauenrechte oder Homosexualität betrifft und viele andere Dinge auch noch. Es gibt einen Begriff auf Deutsch, der heißt Meinungskorridor, der beschreibt ungefähr das Gleiche. Also das, was die Mehrheit der Bevölkerung als normal ansieht, als normal akzeptiert,
worüber man spricht und wo ein gewisser Konsens herrscht. In anderen Zusammenhängen habe ich auch schon von Konsensrealität gesprochen. Gut, was hat das jetzt alles mit UFOs zu tun? Ziemlich viel. Und auch mit Psi, also mit parapsychischen Phänomenen. Es geht also um die Akzeptanz des Materialismus, wenn man so will. Also keine Sorge, ich werde nicht das ganze Video mit großen Worten um mich werfen, aber es geht teilweise doch um wichtige Konzepte, die man dann auch ansprechen und benennen muss. Was ich meine ist, und was ich glaube, ist, dass sich das Overton-Window in Sachen UFOs und ein bisschen auch in Sachen Parapsychologie in der letzten Zeit bewegt hat, deutlich bewegt hat. Dazu einige Dinge. Im Besonderen möchte ich auf zwei Videos eingehen, auf zwei Video-Interviews, die die vergangene Woche gesendet wurden. Aber es geht auch um einige allgemeine Themen. Also schauen wir mal auf meinen Spickzettel. Ja, also das Overton-Window hat sich bewegt. In den letzten 7 Jahren definitiv. Vor 7 Jahren New York Times Artikel, ich muss das nicht wiederholen, aber damals wurde der Öffentlichkeit so bewusst, dass sich Regierungen offenbar sehr wohl mit dem Thema UFOs beschäftigen, auch wenn sie das jahrelang abgestritten haben. In den letzten 2 Jahren hat sich besonders viel getan, also schon vor Grush. Wissenschaftliche Vereinigungen haben sich gegründet, wichtige Persönlichkeiten haben Aussagen gemacht in der Öffentlichkeit. Es hat sich schon verdichtet, der Diskurs. Ich habe das schon begleitet damals durch meine Blogserie im Standard. Und seit etwas über einem Jahr ist es halt noch viel schneller geworden. Grush, die Gesetzesanträge in den USA, aber auch Anhörungen in anderen Ländern, Mexiko, auch wenn das mit den Aliens ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, aber das Thema war Flugsicherheit eigentlich. Brasilien hat ein Gesetz, das alle Flieger, also alle Piloten verpflichtet, UFOs zu melden und so weiter und so weiter und so weiter. Die Japaner haben jetzt eine eigene Regierungskommission über UFOs eingesetzt. In Frankreich gibt es die sowieso schon lange, auch in Italien. Also mit anderen Worten, es hat sich in der letzten Zeit extrem viel getan. Und jetzt noch viel mehr. Und mit jetzt meine ich im letzten Monat. Beginnend mit dem Buch von Elizondo. Das Buch von Elizondo, es gibt andere Videos auf diesem Kanal darüber, unter anderem, wer es nicht lesen möchte auf Englisch oder es grundsätzlich nicht lesen möchte, sich aber informieren möchte über den Inhalt. Es gibt auf diesem Kanal ein langes Video, in dem ich das Buch Imminent von Lou Elizondo Kapitel für Kapitel vorgestellt habe. Also wer es noch nicht angeschaut hat, Link irgendwo dann in der Beschreibung. Aber das Wichtige ist gar nicht so sehr, was in dem Buch drinsteht. Ja, er spricht viele Sachen offen aus, die wir vorher noch nicht von so berufener Stelle gehört haben, also von jemandem, der wirklich im Pentagon gearbeitet hat, jetzt mal abgesehen von Grush. Er sagt, dass Roswell echt ist. Er spricht von Implantaten, er spricht von allen möglichen Dingen. Aber wichtiger ist, wo er das sagt. Ja, es gab tausende Podcasts und es gibt noch immer viele mit ihm jetzt darüber, aber er war in ABC, NBC, CBS, CNN, Fox News. Er war in der New York Times damit und in vielen anderen Medien, aber vor allem in den großen Leitmedien, in den amerikanischen. Und das bedeutet, und dort hat er genau das gesagt, was er immer sagt, ja, die Regierung verbirgt UFOs und es gibt Geheimprogramme, bla bla bla. Also alles, was wir, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, schon lange diskutieren, wissen ist zu viel gesagt, aber zumindest gibt es ja zahlreiche Indizienbeweise, auch freigegebene Dokumente und alles Mögliche. Aber Elizondo hat das in den großen amerikanischen Medien gesagt und teilweise haben auch internationale Medien darüber berichtet. Das heißt, es ist im Mainstream angekommen.
Das heißt nicht, dass jeder und Tante Erna das Thema bereits zur Kenntnis nehmen und darüber reden. Dazu ist es zu selten vorgekommen, aber es ist draußen. Man kann darüber reden. Elizondo hat quasi eine Erlaubnis erteilt, dass man darüber reden kann. Das hat er selber auch ein paar Mal schon so formuliert und andere Leute auch. Wenn jemand von seiner Statur in Medien wie diesen darüber spricht, dann kann man darüber sprechen, ohne dass man gleich als wahnsinnig bezeichnet wird, als lächerlich oder als Aluhutträger. Auch andere Personen von seinem Status oder ähnlichem Status können jetzt mehr reden. Warum? Weil er mit seinem Buch durch diesen Prozess gegangen ist, durch diesen sogenannten Dobser-Prozess. Alles, was er sagt, wurde vom Pentagon freigegeben, also zumindest nicht verboten. Das heißt, das kann man sagen, auch wenn man innerhalb verschiedener Regierungsorganisationen tätig ist. Dazu gleich. Bleiben wir noch bei dieser Erlaubnisstruktur, wie sie auch genannt wird. Diese Erlaubnisstruktur ist auch bei uns schon ein bisschen angekommen, also im deutschsprachigen Raum schon angekommen. Mein Kanal, UFO-TV, berichtet ja seit November jede Woche über aktuelle Entwicklungen. Das heißt aber nicht nur über aktuelle Entwicklungen wie in den USA, Gesetzestexte, Whistleblower und so weiter, sondern auch über Medienberichte. Das ist einer meiner wie auch immer die Mehrzahl von Fokus ist. Einer meiner Schwerpunkte in der Berichterstattung ist jedenfalls auch, wie Medien, große Medien darüber umgehen. Und ich erwähne das dann auch immer im Kanal. Beispielsweise Ralf Kaspers, der von der Sendung mit der Maus, hat in Quarks Dimensions eine kurze Sendung über UFOs gehabt. Sie war nicht sehr ausführlich, aber doch. Und NDR, glaube ich, auch. Also wie auch immer, jedenfalls, es gibt einige Medien, die vorher noch nie über sowas berichtet haben, auch im deutschsprachigen Raum, und es jetzt langsam tun. In Printmedien erscheint immer wieder was, aber wichtiger sind die audiovisuellen Medien. Im Deutschlandfunk gab es vor kurzem einen längeren Bericht. Vieles davon ist noch sehr verhalten und so, ja. Aber es wird darüber gesprochen. Es ist nicht mehr so tabu. Das ist diese Bewegung, dieses Overton Windows. Und das führt auch dazu, dass dann Leute Aussagen machen, die das bis jetzt nicht gemacht haben. Auch darüber habe ich letzte Woche schon in den News berichtet. Der General McMaster, unter Trump Sicherheitsberater, hat sich in einer Sendung von Bill Maher oder Maher, wie immer man ihn auch immer ausspricht, also eine Comedian-Talkshow, aber mit großen politischen Gesprächsanteil, dazu geäußert, dass UFOs real sind. Also er hat gesagt, UAP und wir wissen nicht genau, was sie sind und die fliegen halt herum. Aber er hat die Realität des Phänomens bestätigt, wie schon so viele andere vor ihm. Und die zwei Herrschaften namens Malmgren, Harald Malmgren, ein ehemaliger Präsidentenberater, und seine Tochter, ebenfalls eine Präsidentenberaterin, haben sich ebenfalls auf verschiedenen Plattformen geäußert und Dinge preisgegeben, der Vater, dass CIA-Direktoren oder wichtige Mitarbeiter ihm über das Bergungsprogramm schon vor langer Zeit erzählt haben und so weiter. Und seine Tochter hält Vorträge dazu. Das sind Leute, die sich vor ein paar Jahren noch nicht dazu geäußert hätten und es jetzt tun. Es gibt die Erlaubnisstruktur. Und immer mehr Leute treten jetzt ins Rampenlicht, von denen man vielleicht vorher noch nie gehört hat. Bis jetzt war die Information so top-down. Top-down heißt also von oben nach unten natürlich. Es bedeutet, dass erst die Prominenten darüber was reden und dann auch andere Leute. Umgelegt auf die UFO-Situation kann man sagen, dass die Leute, die sich bis jetzt zu Wort gemeldet haben, meistens die üblichen Verdächtigen waren. Das will nicht heißen, dass das schlecht ist. Im Gegenteil, das sind wichtige Leute. Also eben Lou Elizondo, Christopher Mellon, Daniel Sheehan und viele andere, über die ich regelmäßig in meinem Kanal berichte und über deren Interviews und was sie gesagt haben.
Gary Nolan natürlich, der wissenschaftliche Forscher, auch Avi Loeb und so weiter. Aber das sind halt die üblichen Verdächtigen. Die kommen alle paar Wochen zu Wort in irgendeinem Podcast. Und wenn man die mal gehört hat, weiß man, was sie zu sagen hatten, meistens in den größten Fällen, in den größten Teil der Fälle. Und das hat man mal abgespeichert. Aber es sind halt einige wenige Leute, ein Dutzend Köpfe, die man immer wieder hört. Und das beginnt sich jetzt langsam zu ändern. Der erste Ausreißer, wenn man so will, war Matthew Pines. Auch über den habe ich berichtet in meinem Kanal. Der hat als erster Außenstehender aus dem Nichts heraus in einem Wall Street Podcast, Bitcoin Podcast, sich zum Thema UFOs geäußert. Ausführlich und sehr interessant. Und solche Leute tauchen eben plötzlich auf. Bleiben wir erstmal bei Matthew Pines. Der hat nämlich in dieser Woche wieder ein großes Interview gegeben. Und zwar einem Peter McCormack, heißt der, glaube ich. Mr. Obnoxious ist sein Podcast, ein Engländer, also ein englischer Podcast. Und ein dreistündiges Gespräch war das. Sehr wissenschaftlich, sehr philosophisch. Es geht auch ins Politische. Es kommen sehr viele Begriffe vor aus der Astrophysik, aus der Quantenphysik. Und der Herr Pines scheint sich da ganz gut auszukennen. Es ist nicht immer leicht, dem Ganzen zu folgen, also Wort für Wort. Inhaltlich schon. Ich habe es mir komplett angehört. Ich werde es mir noch einmal anhören, vermutlich, um die Details herauszufinden. Aber da wurde sehr, sehr viel gesagt. Warum kann der Herr Pines das sagen und warum weiß er solche Dinge? Er hat angefangen, Physik zu studieren und Philosophie, ist dann zu wirtschaftlichen Themen gewechselt und war unter anderem für amerikanische Behörden wie Homeland Security für Wargames. Also, er hat gesagt, das heißt nicht Wargames in dem Bereich, also für Übungen, für theoretische Übungen mit zuständig. Von High-Level-Gesprächen im Bereich Security, also im Bereich der Sicherheit. Von High-Level-Gesprächen zu bestimmten Themen bis zu ausgearbeiteten Manövern, also wo man wirklich viele Leute innerhalb der amerikanischen Behörden eine Übung verordnet hat, wo sie ein Szenario spielen mussten, das passiert. Also ein Beispiel: Terroristen bringen einen biologischen Erreger per Boot in die USA. Sie landen und er breitet sich aus. Was kann man dagegen tun? Zwei Sachen. Erstens einmal, wie kann man verhindern, dass die überhaupt an Land kommen? Wie können wir sie entdecken? Welche Strukturen brauchen wir, um so eine Bedrohung überhaupt zu erfassen? Und dann halt, was kann man konkret damit dagegen unternehmen? Und wenn die tatsächlich landen, was kann man dann tun? Und wenn sich die Seuche, was immer das auch ist, ausbreitet, wie kann man das verhindern? Wer muss was wann machen? Da gibt es eben Gespräche zu solchen Themen. Es gibt Planspiele mit Figuren oder am Computer und eben ganze Übungen, wo Hunderte oder sogar Tausende Menschen das simulieren, damit man in Echtzeit herausfinden kann, wie würden die Leute reagieren, wo sind die Schwächen und so weiter. Das heißt, der Herr Pines, der mittlerweile für eine private Firma als Sicherheitsberater tätig ist, hat mit Regierungsorganisationen eng zusammengearbeitet in den USA. Der weiß viel. Er weiß ganz, ganz viel, auch intern. Und er kennt auch viele Leute, mit denen er sicher noch redet, auch in seinem aktuellen Job. Das heißt, das ist nicht irgendwer, der etwas sagt, aber er ist in dem Sinne irgendwer, weil er nie eine besonders hohe Funktion, keine besonders hohe Regierungsfunktion ausgeübt hat. Er ist kein Whistleblower in dem Sinne. Er ist einfach jemand, der viele Dinge weiß, aber kommt sozusagen aus dem mittleren Bereich der Gesellschaft, wenn man so will. Und er betont auch, dass sein UFO-Wissen größtenteils privat erarbeitet ist. Also er hat auch die UFO-Literatur gelesen, die viele von uns gelesen haben. Er hat sich mit den öffentlichen Kanälen beschäftigt, aber er hat sich beschäftigt
mit seinem speziellen Blickwinkel. Und sein spezieller Blickwinkel ist halt der, dass er sagt, wenn er sich das Gesetz von Schumer anschaut, Schumer Rounds, dann weiß er, dass der Senat der USA etwas weiß. Weil er hat vergleichbare Gesetze auch schon analysiert. Und vergleichbare Gesetze zu anderen Themen. Keine Ahnung, wenn irgendein, keine Ahnung, neue Sicherheitsstrukturen für ankommende Boote in ein Gesetz gegossen werden, dann weiß er, dass es Fälle gab, in denen irgendwas versucht wurde. Die machen sonst kein Gesetz. Er hat Dutzende solcher Gesetze in seiner beruflichen Tätigkeit analysiert. Daher weiß er, wenn es UFO-Gesetze gibt, dann machen die das nicht aus Jux und Tollerei, sondern der Senat oder auch andere Teile der US-Behörden, die wissen was oder die wissen relativ viel. Er spricht also aus einem informierten Blickpunkt. Wenn man sich das Video selbst anhören möchte, ich werde es natürlich verlinken, es ist wie gesagt 3 Stunden lang, aber es gibt Kapitel drinnen, die kann man ansteuern. Der erste Teil ist insofern interessant, weil er den Gastgeber quasi erst überzeugen muss. Also der Mr. Obnoxious ist nicht komplett abgeneigt diesen Enthüllungen gegenüber, aber er bringt alle Gegenargumente, die man bringen würde, wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert wird. Also könnten die Behörden das überhaupt verbergen? Warum sollten sie das tun? Was kann da überhaupt verborgen sein? Was ist diese Technik? Wer sind die Außerirdischen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das fand ich sehr interessant, weil er da quasi einen Ungläubigen in kurzer Zeit mit extrem vielen Fakten jetzt vielleicht nicht überzeugt hat, aber zum Nachdenken gebracht hat, dass das alles möglich ist. Und er spricht auch so Sachen an, ob das jetzt eine Psy-Op ist, also eine angelegte von oben Beschwindelung der Öffentlichkeit, dass gar nicht wirklich was dahinter ist, sondern dass die einfach eher nur die Leute reinlegen wollen mit diesen Informationen. Ja, die Geheimstruktur bespricht da, wie kann das überhaupt alles geheim sein und so weiter und so weiter. Kann man sich anschauen, finde ich interessant, ist aber nicht der Teil, auf den ich hinaus will. Der größere Teil, den er bespricht, ist dann Kosmologie, also Astrophysik. Was wissen wir über das Universum? Wie groß ist das Universum? Woher wissen wir das? Was wissen wir nicht darüber? Er geht in philosophische Fragen hinein. Er geht auch in Quantenphysik hinein. Überall in diesen Bereichen scheint er sich ziemlich gut auszukennen. Wirft mit großen Worten um sich. Aber was er eigentlich damit aussagten möchte, ist, dass unsere Realität vielleicht ganz anders ist, als wir uns gemeinhin vorstellen. Ein Punkt dabei, den ich interessant fand, den ich so noch nicht gehört habe, es gibt ja diese, also man weiß, dass unser Universum so fein abgestimmt ist, also fine-tuned, damit überhaupt Materie und Leben und höheres Leben, wie wir überhaupt möglich ist. Da gibt es die kosmologische Konstante und vieles andere, was ich auch nicht so genau weiß. Aber wäre unser Universum ein bisschen massereicher, ein bisschen weniger massereich, würde es sich schneller ausdehnen, würde es sich langsamer ausdehnen, was auch immer, wäre unser Universum, wie wir es kennen, nicht möglich. Es würde zusammenbrechen oder zerfleddern oder was auch immer. Und höheres Leben oder überhaupt Leben in dem Sinne, wie wir es kennen, wäre nicht möglich. Und die Lösung dafür, wenn man nicht Gott oder einen höheren Plan hineinnehmen möchte von den Wissenschaftlern, ist, dass es vielleicht Millionen oder Milliarden oder unendlich viele andere Universen neben unseren gibt, die alle ein bisschen andere Bedingungen haben und die meisten von denen funktionieren halt nicht. Und wir leben zufälligerweise in dem Universum, in dem alles passt und darum können wir darüber reden und darüber nachdenken. Das ist eine nette Theorie, aber er bezeichnet sie als ein faules Denken. Er sagt, er hat schöne philosophische Begriffe dafür. Es ist quasi ein bequemes Zurücklehnen. Es stellt die wirklichen Fragen nicht, weil wir können nichts davon beweisen. Es ist nur eine Idee, dass es diese anderen Universen auch gibt und dass die vielleicht anders funktionieren als unseres. Und er sagt damit nicht automatisch, dass unser Universum von einem höheren Wesen geschaffen ist oder einen Zweck erfüllt. Er meint nur,
wenn man diese anderen Universen mit hineinnimmt, hört man auf zu fragen. Und man sollte eigentlich fragen, was kann der Grund dafür sein, dass unser Universum genauso fein abgestimmt ist. Ist jetzt nicht so wichtig, darauf näher einzugehen, aber das sind so Teile, über die gesprochen wird und die ich auch sehr interessant fand. Und er hat auch über Bewusstsein gesprochen, dass wir noch immer nicht wissen, was Bewusstsein ist oder wie es funktioniert, und das ist auch so. Auch wenn manche Leute so tun, ja, klar, da kommen ganz viele Neuronen zusammen und dann gibt es Bewusstsein. Darum ist es auch fraglich, auch das war ein Thema, ob es tatsächlich eine künstliche Intelligenz mit eigenem Bewusstsein geben wird, weil wir nicht wissen, wie das überhaupt funktioniert. Kann sein, dass es diese General-AI oder wie das heißt, geben kann, vielleicht auch nicht. Er stellt auch die Frage, wenn wir unser Gehirn Schritt für Schritt, Neuron für Neuron ersetzen würden durch technische Nachbauten, wären wir am Schluss noch wir selbst, hätten wir dasselbe Bewusstsein. Ja, da gibt es ganz viele Dinge. Er geht darauf ein, auch im Zusammenhang mit Remote Viewing, was auch sein Gastgeber etwas in Zweifel zieht, aber er sagt halt zu Recht, die amerikanische Regierung, also Regierung ist das falsche Wort, die amerikanischen Behörden benutzen das nach wie vor. Und warum sollten sie etwas benutzen, das nicht funktioniert? Umgekehrt gefragt, warum sollten sie etwas nicht benutzen, das funktioniert? Also offiziell wurde ja Remote Viewing Programm eingestellt, aber inoffiziell geht es ganz sicher noch weiter, zumindest wird es angewandt. Worauf ich hinaus will, er sagt das alles in einem Kanal, der nicht esoterisch ist, ein Kanal, der eher wissenschaftlich, also hauptsächlich politisch ist, und er spricht das alles aus als relativer Normalbürger in einem relativ allgemeinen Forum. Er normalisiert das. Jetzt nicht nur das Kosmologische und der Materialismus, auch noch ein schönes Beispiel. Er sagt immer, die breite Öffentlichkeit und auch viele Wissenschaftler akzeptieren Gedanken wie Remote Viewing oder UFOs und so weiter oder eben auch einfach Psi-Aktivitäten nicht gerne, weil das nicht in ihr erlerntes und erlebtes Weltbild passt. Aber man darf nicht vergessen, wir leben in einem ganz, ganz schmalen Band der Realität. Der Makrokosmos ist uns nicht zugänglich, außer wir können ihn ein bisschen beobachten mit Fernrohren und Messinstrumenten. Und der Mikrokosmos ist für uns auch nicht zugänglich. Wir können keine Bakterien sehen und wir können schon gar keine Atome sehen, außer wir benutzen tolle Techniken dafür. Und die Quantenwelt ist noch einmal komplizierter. Unsere Welt ist so, wie wir sie wahrnehmen. Vielleicht, weil wir sie so wahrnehmen, ist sie so. Auch eine Debatte. Der Punkt ist der Tisch vor uns, auch das erwähnt er ein paar Mal, besteht im Wesentlichen aus nichts. Hauptsächlich aus leerem Raum. Die Atome schwirren da herum und bilden Materie. Also Atome sind bereits Materie, aber halt. Die Atome schwirren herum und bilden Verbindungen, und das ist das, was wir als feste, reale Materie in unserer Welt wahrnehmen. Aber tatsächlich besteht das hauptsächlich aus Zwischenräumen. Ein Atom hat mit seinen Elektronen und so weiter, da ist hauptsächlich nichts, und Moleküle auch, da ist hauptsächlich nichts. Das ist hauptsächlich Leerraum. Und die Atome selbst sind, wie wir wissen, ja auch nur eine andere Form von Energie. Also wir wissen, Materie ist Energie in einer anderen Form. Ich bin kein Spezialist. Alle, die sich da besser auskennen als ich, mögen mir verzeihen. Aber worauf ich hinaus will, ist, das, was wir sehen und wahrnehmen, ist nicht so, wie es ist. Also wie wir es wahrnehmen. Es ist ganz anders und ganz kompliziert und hat so viele Elemente. Gerade vor kurzem habe ich gelesen, eine neue Studie hat herausgefunden, dass unsere DNA Elektromagnetismus empfangen kann und darauf reagiert. Also dass unsere DNA-Struktur wie Antennen wirkt, weshalb zum Beispiel die DNA-Struktur von Elektromagnetismus oder von Elektrostrahlen auch beschädigt werden kann. Kann auch andere Implikationen haben. Wie sind wir auch Sender? Arbeiten wir auch auf anderen Ebenen? Quantenphysikalisch, was auch immer. Der Punkt ist einfach der, die Welt ist teilweise anders, als wir glauben.
Und wenn man sich damit beschäftigt, gibt es dafür auch Beweise. Zum Beispiel Psi. Die meisten Leute sagen, ja, Telepathie kann sein, dass es das gibt, aber das ist ja nicht bewiesen. Oder Telekinese oder Präkognition. Blödsinn, das ist alles bewiesen. Nicht so, dass jeder Hellseher glaubhaft ist, weil er sagt, nächste Woche stürzt irgendwo eine Brücke ein. Nein, aber grundsätzlich, statistisch sind diese Dinge längst bewiesen. Seit den 70er Jahren oder so. Im Ostblock, im Westen, es gibt Forschungsinstitute. Wenn man sich damit beschäftigt, wenn man die Literatur liest, weiß man, dass parapsychologische Effekte bewiesen sind. Die gibt es. Zumindest statistisch, manchmal auch sogar in einer Form von bewusst herbeigeführt. Es gibt einige berühmte Leute, die das sehr gut konnten. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen. Aber auch über die gibt es Studien. Es ist nur nicht in der allgemeinen Wahrnehmung angekommen, weil wir das gar nicht unbedingt hören wollen. Ähnlich Nahtodeserfahrungen, ähnlich Out-of-Body-Experience, ähnlich Reinkarnation. Aber schön langsam geht es, weil mehr Leute darüber reden. Wir haben eben jetzt langsam die Erlaubnisstruktur, darüber zu reden. Das heißt gar nicht, dass ich alles glaube, von dem ich gerade erzähle. Ich weiß nur relativ viel darüber, gerade über diese Forschungsbeweise für verschiedene Phänomene. Aber da gibt es große Studien, gerade über Out-of-Body-Experience bei Operationen. Eine große internationale Studie, die ich auch schon in meinem Kanal, ich glaube schon zweimal erwähnt habe, die zwischen Amerika, England und lustigerweise Österreich durchgeführt wurde, mit eindeutigen Ergebnissen. Also mit eindeutigen Ergebnissen, dass da etwas ist und dass die Leute offenbar wirklich etwas erleben, was sie nicht erleben könnten, weil sie gehirntot sind und ihre Sinnesorgane gar nicht funktionieren. Wie auch immer, all diese Dinge werden ja schon seit Ewigkeit besprochen. 70er, 80er Jahre, Bücher, Leben nach dem Tod von Raymond Moody und viele andere Sachen. Aber das war immer so ein bisschen hihihi und oh, spannend und unter der Hand, tuschel, tuschel. Und ein paar Spinner, die das halt machen. Und das erreicht jetzt eben langsam die breitere Bevölkerung und vor allem die breitere Wissenschaft. Schneller übrigens die breitere Wissenschaft als die breitere Bevölkerung. Auch darüber berichte ich immer in meinem Kanal. Es gibt ständig neue wissenschaftliche Institutionen, nicht nur in den USA, auch bei uns, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen. Neue Forschungsfelder werden eröffnet, weil das ist ja spannend. Das ist eine Goldgräberstimmung in gewisser Weise. Weil alle diese Dinge, die man seit über 100 Jahren nicht erforschen durfte, weil das böse war und tabu, sind jetzt offen. Und man kann darüber reden und man kann darüber Forschungen machen. Ist jetzt noch nicht so zum Superphänomen geworden, aber es wird immer mehr, es wird immer mehr. Und damit kommen wir zum Covergirl dieser Folge, zu Frau Sarah Gamm. Und die Frau Sarah Gamm ist die zweite, die in dieser Woche ein wichtiges und aufsehenerregendes Videogespräch geführt hat. Frau Sarah Gamm, wie ich sie bezeichne, ist Astrophysikerin, Geheimdienstmitarbeiterin, Cat Lady, Medium und Whistleblowerin. Warum diese Aufzählung? Warum diese Aufzählung, die ein bisschen abwertend klingt? Ich meine sie überhaupt nicht abwertend. Aber wie ich das meine, dazu eben gleich. Kommen wir erst zum Video. Das Video ist The Good Trouble Show von Matt Ford, ein wichtiger Insider in der Enthüllungsbewegung, der mit Gary Nolan zusammenarbeitet, der mit Elizondo zusammenarbeitet. Über den berichte ich auch regelmäßig in meinem Kanal, also nicht weniger über ihn, mehr über seine Interviews mit wichtigen Gästen, was die auf seiner Show sagen. Er war ein Mitautor bei der Enthüllung des Crash Retrieval Programms der CIA im November vorigen Jahres in der Daily Mail. Er ist weit voran, er weiß viel. Hauptberuflich ist er eigentlich Beleuchter,
unter anderem für die Penn and Teller Show in Las Vegas und für Film, also nicht einfach jemand, der die Taschenlampe hält, sondern jemand, der die gesamte Lichtstruktur und die gesamte Show bearbeitet oder eben auch für Filme. Und er ist aber auch politischer Aktivist, hat für die Demokraten sehr viel Wahlkampfmaterial gemacht im Laufe der Jahre, darum ist er jetzt auch so gut vernetzt, er ist auch gut vernetzt in Washington. Er ist also keine unwichtige Persönlichkeit und in jedem seiner Videos, gerade in den letzten Wochen, darüber werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten News reden, macht da Aufrufe, dass die Leute sich melden sollen bei ihren Senatoren, bei ihren Abgeordneten in Amerika, um diesen aktuellen Enthüllungsgesetzesentwurf, der gerade in Begutachtung ist, durchzubringen, um neue Anhörungen zu machen und so weiter und so weiter. Also er ist ein starker Aktivist, auch in ungefähr der ersten halben Stunde dieses Videos. Kann man überspringen, es gibt auch Kapitelmarken, aber ab 20 Minuten ungefähr nach Beginn geht es richtig los. Und der Herr Medford, das wollte ich noch sagen, ist nicht immer ein Sympathieträger. In dem, was er macht, ist er sicher eine Art Lichtbringer, wenn man so will, aber er ist manchmal auch ein bisschen unangenehm. Er ist zum Beispiel sehr, sehr aggressiv gegenüber den Bankern vor allem in seinen Aussagen. Manchmal durchaus berechtigt, also was den Herrn Greenstreet betrifft, von der New York Post, der hat das wahrscheinlich verdient. Aber er greift nicht nur ihn massiv an, er greift auch Mick West massiv an. Gut, den kann man auch angreifen, diesen selbsternannten Aufklärer und die Banker, weil viel von dem, was er sagt, ist auch sehr fraglich. Aber manchmal hat er auch was Gutes zu sagen. Also ich würde ihn nicht persönlich anpatzen und als bezahlten Agenten bezeichnen oder sowas. Das gilt auch für Dr. Kirkpatrick, den ich selber oft, über den ich mich selbst öfters lustig mache, also über den wunderbaren Dr. Kirkpatrick rede ich ja natürlich auch gerne. Aber Medford ist da wirklich aggressiv und nicht lustig. Er macht Scherze, die nicht lustig sind. Das macht er auch immer wieder in diesem Video. Darum wollte ich das noch erwähnen. Aber grundsätzlich steht er auf der richtigen Seite und sagt die richtigen Dinge und hat immer wieder große Coups, die andere Leute nicht haben. Wie zum Beispiel, dass er diese Frau gefunden und eingeladen hat. Und dass die sich zum ersten Mal öffentlich äußert über Dinge. So, wer ist sie aber nun wirklich? Sarah Gamm ist, wenn ich die Details aus verschiedenen Berichten, die ich mittlerweile gesehen habe oder gelesen habe, zusammenfasse, ungefähr 40 Jahre alt. Sie wirkt viel jünger, vor allem in dem Video. Da hätte ich sie auf maximal 30 geschätzt, aber okay. Sie ist ungefähr 40 Jahre alt, hat Astrophysik studiert, ist also Doktor der Physik, stammt aus einer ländlichen Gegend, ich glaube Virginia, und hat nach ihrem Studium sich relativ schnell Regierungsorganisationen angeschlossen und war dann lange Zeit Pentagon-Mitarbeiterin, also Geheimdienst-Mitarbeiterin. Mit einer recht großen Bandbreite, aber vor allem mit vielen wichtigen Funktionen. Sie hat auch viele Auszeichnungen bekommen. Im Video von Medford sieht man ein paar Mal Fotos, wo sie gerade sie oder Kollegen oder gemeinsam eine Auszeichnung erhalten für ihre Arbeit. Alles im geheimen Bereich, alles in der Abwehr hauptsächlich von Bedrohungen. Eine Spezialität von ihr ist die Abwehr von Massenvernichtung, Vernichtungswaffen. Also das ist ein eigenes Feld, das kann man auch lernen. Sie hat eine Ausbildnerin. Also ihr Hauptfokus ist so ähnlich wie das, ein bisschen so ähnlich wie das, was auch der Herr Pines gemacht hat. Nur sie macht es halt innerhalb des Pentagon oder hat es gemacht. Wie kann man gegen Massenvernichtungswaffen vorgehen, die Amerika bedrohen. Also das gilt auch da, chemische Sachen, Atomwaffen und so weiter. Darüber hat sie nichts Näheres erzählt, aber das ist keine unwichtige Position. Also die weiß, wovon sie spricht. Und sie sagt auch, sie ist da
sehr, 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 sehr mathematisch orientiert. Sie sieht sich die Sachen immer von einem sehr wissenschaftlichen Standpunkt an. Und das ist auch ihr Lieblingsgebiet. Dazu komme ich dann auch nochmal zurück. Aktuell ist sie ein Nuclear Campaign Analyst für eine Privatfirma, die allerdings auch mit der Regierung zusammenarbeitet. Sie hat auch noch alle Freigabestufen. Sie ist immer noch Geheimnisträgerin. Ja, und jetzt ist sie halt an die Öffentlichkeit getreten. Und was sagt sie in dem Interview als ehemalige Pentagon-Mitarbeiterin? Nicht sehr viel Neues. Das sagt sie auch selbst. Aber sie ist eine weitere Stimme, die all das bestätigt, was wir bis jetzt schon gehört haben, von Grush und von Elizondo. Beide lobt sie sehr. Das Buch von Elizondo hat sie sogar im Hintergrund liegen und ist ein großer Fan davon. Und es war auch einer der Gründe, warum sie sich jetzt geoutet hat und warum sie öffentlich spricht. Sie erzählt viele Dinge, die wir eben schon wissen, und sie bestätigt viele Dinge. Sie bestätigt, dass im Pentagon die meisten Leute über UFOs Bescheid wissen. Nicht alle beschäftigen sich damit, aber die meisten wissen darüber Bescheid. Und viele haben Zugang zu Material, Bildmaterial, das wir nicht haben, und können dort sehen. UFOs, nennen wir sie so, UAPs. Technologien, die wir nicht zusammenbringen. Filme und Videos. Sie bestätigt ein paar berühmte Fälle, dass es da längere Versionen gibt oder bessere Aufnahmen. Und sie hat ein paar Mal gesagt, also man muss auch sagen, eine ihrer Aufgaben war immer wieder, dazu gleich, war in welchem Zusammenhang, aber eine ihrer Aufgaben war immer wieder auch Dinge eben selbst zu debunken, also zu widerlegen. Man sieht etwas und sie muss ihre gesamte Fähigkeit als Physikerin und was sie gelernt hat, darauf anwenden, dieses Ding als normal zu erklären. Und erst wenn das ausgeschlossen ist, wird ein Ding dann als UAP klassifiziert und auch so in den Akten abgelegt. Was sie aber berichtet hat, ist, dass sie einiges gesehen hat, das für sie mit ihrem gesamten Umfeld und Wissen, da sind gerade ein paar Sirenen zu hören wahrscheinlich, naja, gut. Es ist da draußen Unwetter und Überschwemmungen. Also vielleicht hören wir das noch ein paar Mal. Ja, jedenfalls, sie hat Dinge gesehen, das betont sie mehrfach, wo sie keinerlei Zweifel hat, dass das Technologie ist, die wir nicht besitzen. Wir als Menschheit, nicht nur die USA nicht oder Russland oder so, als Menschheit. Dinge, die glasklar Manöver durchführen, die wir nicht durchführen können. Dinge, die auftauchen, verschwinden, auf- und abschweben, schnell um die Kurve fliegen, zu schnell fliegen, als wir es uns vorstellen können, mit zu großer Beschleunigung und so weiter. Dazu auch ein kleines PS, das ich unterbringen wollte. Der Christopher Mellon hat vor kurzem auch ein interessantes Gespräch bei Matt Ford geführt und hat dabei viele Dinge gesagt, die wir schon wissen, auch dass Enthüllung wichtig ist, politische Probleme und so weiter. Und hat dabei eine Sache gesagt, die mir vorher noch nicht so bewusst war. Eine von den Five Observables, von diesen berühmten Dingen, die also ein UFO zu einem UFO machen, wenn man es beobachtet und sagt, aha, das kann es, was wir nicht können. Eines davon ist Positive Lift oder Antigravitation wird es auch manchmal genannt. Also sie können an der Stelle aufwärts schweben. Und das habe ich immer zur Kenntnis genommen, aber ich habe einen Punkt dabei nicht so richtig berücksichtigt und Mellon hat das betont, das ist etwas, was wir nicht können. Wir können schnell fliegen, so und auch so, wenn es eine Rakete ist, aber wir haben keine Objekte, die schnelle, vertikale Auf- und Abwärtsbewegungen machen können. Und das sind Dinge, die auf Radar beobachtet wurden. Unter anderem bei dem Tic-Tac-Vorfall, aber auch immer wieder sonst. Es werden immer wieder Objekte beobachtet, die schnell nach oben und nach unten sich bewegen. Und das können wir nicht. Hubschrauber können das bis zu einem gewissen Grad. Sie können langsam aufsteigen, relativ langsam oder eben nicht sehr schnell. Und sie können
sehr schlecht sich fallen lassen und dann das wieder abfangen. Und Drohnen können das auch nicht gut. Das Einzige, was wir schnell in eine Richtung schieben können, nach oben bringen können, ist mit einer Rakete. Aber die verursacht natürlich extrem viel Wärme und Energie und so weiter, die man messen kann. Und das tun ja diese Dinge nicht. Also mir war nicht so bewusst, dass schnelle Auf- und Abwärtsbewegungen etwas sind, das wir physikalisch noch nicht im Griff haben. Dass auch unsere bessere Technik oder Waffentechnik oder Flugzeugtechnik eigentlich nicht kann. Ende dieses kleinen Exzerpts. Auch wenn Frau Geim jetzt nicht so viel Neues gesagt hat, sie hat sehr viel Neues gesagt. Nämlich Details. Interner. Sie war ja Mitarbeiterin und das war einer der Aufhänger für das Video der UAP Task Force, also der UAP Task Force von Jay Stratton, wo auch Elizondo beteiligt war und wie wir wissen, der neue Aero-Direktor und so weiter. Wie genau die aufgebaut war und wie sie genau funktioniert hat, haben wir eigentlich eh nie erfahren, bis jetzt nicht. Aber sie gibt ein bisschen einen Einblick. Sie sagt, oder überhaupt über die Struktur des UFO-Wissens hinter den Kulissen. Sie sagt, dadurch, dass sie so hohe Geheimhaltungsstufen hatte, war sie auch so in einer Art internem Internet freigeschaltet, in internen Chatgroups. Also die gibt es verschiedene Chatgroups, mit je nachdem, welche Freigabe man hat. Die sind unter anderem dazu da, dass Leute vor Ort, also im Feld oder im Einsatz, sich schnell Informationen besorgen können, schnell rückmelden können, da ist etwas, jetzt nicht UFOs, sondern irgendwas. Und was sollen sie tun und welche Möglichkeiten gibt es? Und diese internen Chatgroups sind also sehr high-level. Und eine davon, auf die sie gestoßen ist, hat sich mit UAP-Fragen beschäftigt, mit UFO-Fragen. Und sie sagt, am Anfang waren das wenige Leute, vielleicht ein Dutzend oder zwei Dutzend Leute. Und im Laufe der Zeit, sie hat sich dann eingeschaltet, hat mitdiskutiert, und im Laufe der Zeit waren das dann mehrere Tausend, 2000. Und die haben über intern, Pentagon intern, über UFO-Vorfälle diskutiert, Videos gezeigt, Filme gezeigt, versucht Dinge zu widerlegen und sehr viel wurde auch widerlegt, aber einiges auch nicht. Und die war hochaktiv. Sie wurde am Anfang teilweise belächelt, dann aber immer weniger. Auch Leute innerhalb des Pentagons wussten davon, dass es diese Gruppe gibt, nicht jeder war Teil davon. Auch viele innerhalb des Pentagons haben am Anfang belächelt, teilweise, dann aber wieder nicht. Worauf ich hinaus will, es gibt offenbar aktive Diskussionen. Auch wenn das jetzt von außen so klingt, als wäre da gar nichts. Und das offizielle Pentagon immer sagt, ja, Arrow hat sich das angeschaut und da gibt es überhaupt nichts. Und es gibt überhaupt nichts, was wir nachweisen konnten. Dass das eine Scheinbehauptung ist, wissen wir auch. Darüber habe ich schon öfters in meinem Kanal gesprochen. Vor allem auch, wie sie formuliert ist. Das ist definitiv eine Scheinbehauptung. Anyway, über diese Strukturen ist sie dann auch auf die UAP Taskforce gestoßen und wurde dann Mitglied, insbesondere eben in der Analyse von Dingen, die man ihr vorgelegt hat. Wir wissen ja, diese erste Aussage vor dem Kongress von der UAP Taskforce, also das schriftliche Dokument, das damals rausgekommen ist, 2021, das sagt ja aus, dass von 144 gemeldeten Fällen 143 nicht geklärt werden konnten. Und sie war halt jemand, der dabei war, die versucht haben, solche Fälle zu klären. Das war ihre Aufgabe und ihre Struktur. Und sie sagt jetzt eigentlich gar nicht, dass irgendwie wichtig gewesen wäre oder großartige Geheimgespräche. Sie war halt einfach an ihrem Job und nebenbei hat sie halt diese Dinge auf den Tisch bekommen und hat sie analysiert. Und sie hat sehr um diesen Job gekämpft. An sich hat ihr Vorgesetzter jemanden, der neben ihr gesessen ist, gefragt, ob er vielleicht Teil der Taskforce werden möchte. Und der hat gesagt, kein Interesse. Und sie hat gesagt, sie möchte unbedingt. Und erst war man nicht so sicher und sie hat darum gekämpft, hat sie gesagt, aus persönlichem Interesse. Und dann wurde sie aufgenommen und hat dann halt dort gearbeitet. Also durchaus etwas, was wir noch nicht wussten, nämlich über die Struktur. Das ist aber auch noch immer nicht das Wichtigste von ihrem Auftritt. Das für mich Wichtigste an ihrem Auftritt ist, wer sie ist und als Persönlichkeit.
und wie sie rübergekommen ist als Person, als Persönlichkeit. Normal, nett, hübsche junge Frau, sie mag Katzen, sie hat mehrere, zwei. Ich betone das deshalb, weil sie es betont. Die reden damit fort und sie reden dauernd über ihre Katzen. Und ein paar Katzen hüpfen auch mal ins Bild und so weiter, wie bei anderen Zoom-Calls. Und sie streichelt sie und erzählt was über ihre Katzen. Eine heißt offenbar Krypton, was ich lustig finde. Krypton ist ein Edelgas, nicht Krypto. Krypto wäre der Hund von Superman. Egal. Aber vielleicht heißt es auch Krypton nach dem Planeten, von dem Superman kommt. Ja, im Hintergrund ist ein Bild von einer Katze unter einem UFO. Auch darüber wird gesprochen. Er fragt sie, was es damit auf sich hat, und sie sagt, ah, das ist einfach nur ein Puzzle, das sie gemacht hat. Das gibt es auf Amazon, das hat sie ganz normal gekauft und sie findet das so nett und sie muss immer lächeln, wenn sie sich das Bild anschaut, weil sie mag Katzen und sie interessiert sich für UFOs. Ganz normal, ganz banal. Sie kommt einfach als nett, normal und ja, freundlicher Mensch herüber. Und sie erzählt vom normalen Bürokratismus in einer Behörde. Sie ist eine nette Frau, die in der Bürokratie arbeitet. So wie eine Mitarbeiterin beim Finanzamt oder beim Gesundheitsamt. Und sie spricht ein bisschen über Interna. Dann sagt sie immer wieder, ja, darüber darf ich leider nichts reden. Ja, wenn eine Mitarbeiterin von einem Gesundheitsamt in so einem Interview wäre und jemand sagt, ja, was wissen wir über diesen und diesen konkreten Vorfall einer Person in der Öffentlichkeit? Und dann sagt sie, naja, das kann ich leider nicht sagen. Das sind Gesundheitsdaten. Ich erfinde jetzt irgendwas. Aber was ich meine ist, sie kommt einfach rüber wie eine Büromaus mit wissenschaftlicher Ausbildung, die halt ein bisschen was darüber erzählt. Schön war auch, Matt Ford fragt sie, warum sie eigentlich jetzt an die Öffentlichkeit geht. Warum sie sich als Mitarbeiterin der UAP-Taskforce outet. Und ihre Antwort war darauf, warum nicht? Das ist ihre Motivation, warum nicht? Sie sagt, sie findet, es ist einfach an der Zeit. Es ist an der Zeit, dass man öffentlich darüber spricht. Es ist an der Zeit, dass Behörden zugeben, dass sie viele Dinge über UFOs wissen. Und sie sagt auch, sie hofft, dass viele ihrer Freunde und Mitarbeiter oder Kollegen, die dort auch gearbeitet haben oder noch immer arbeiten, sich jetzt auch äußern, dass immer mehr Leute rauskommen, die erzählen, die ein bisschen mehr erzählen über die Sachen, die man so weiß, hinter verschlossenen Türen. Das ist ihre Motivation. Und sie sagt auch, dass sie da durchaus von Elizondo motiviert wurde, durch das, was er halt schon gesagt hat. Und dass das Buch jetzt draußen ist und er sich öffentlich geäußert hat. Und dadurch kann sie auch über einige Dinge sprechen, die sie vorher vielleicht nicht sagen hätte können, weil sie eben durch diesen Dobser-Prozess freigegeben wurden. Das hat übrigens auch Matthew Pines gesagt. Er hat gesagt, dass Elizondo ja angeworben wurde von einer geheimen Taskforce innerhalb des Militärs, die offenbar Grey Wolf heißt. Grauer Wolf, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder White Wolf. Ich glaube Grey Wolf, White Wolf, ich weiß es nicht. Jedenfalls sowas in der Art. Und Matthew Pines war sichtlich, wie er darüber geredet hat, irritiert darüber, dass das frei ist. Er sagt, er hat sich sehr gewundert, er wusste von dieser geheimen Taskforce und dieser Einsatzgruppe. Und er hat sich sehr gewundert, dass Elizondo das ausplaudern durfte, dass die so heißt und dass es die gibt. Ne? Also, Elizondo hat mit seinem Buch viel ermöglicht, dass auch andere Leute etwas sagen können und auch ihnen Mut gemacht. Und damit kommen wir zu noch einem Punkt, was die Frau Gam betrifft. Sie sagt das relativ am Anfang, sie ist auch ein Medium, also Psychic Medium, wie sie sagt. Und sie sagt, das ist für sie ganz normal, das ist Teil ihres Lebens. Sie macht das auch beruflich teilweise. Oje, schon wieder eine Sirene. Also, ich wünsche allen Leuten, die das sehen und die vielleicht selber von Hochwasser betroffen sind, alles Gute und auch von den Regenfällen.
Thought and Prayers, wie es in Amerika immer heißt. Also ich denke, ich sitze hier mitten in Wien in einem sehr sicheren Gebäude, aber natürlich tut sich viel auch bei uns. Ja, also alles Gute für die Leute, für jetzt und für die nächsten Tage und auch für danach. Gut, zurück zu dem Aspekt Psychic Medium. Sie sagt, für sie ist das normal. Sie war schon immer sensibel für Phänomene. Sie erlebt diese Phänomene regelmäßig. Sie berät andere Leute, das ist Teil ihres Berufs. Und sie sagt, sie hat damit auch keine Probleme gehabt, insbesondere innerhalb des Pentagons. Dort wussten die Leute, dass sie ein Medium ist, nebenbei. Und dass sie, sagen wir jetzt einmal, Geister sieht. Ja? Und für die war das kein Problem. Die meisten Leute fanden das eher interessant. Und auch das ist ein Aspekt, der immer wieder auftaucht und der auch normaler wird. Elizondo hat das auch erzählt, über seine Remote-Viewing-Erfahrung. Er wurde eben zu dieser Spezialgruppe angeworben und dort hat man ihm Remote-Viewing beigebracht. Und das war auch einer der Gründe, warum er dann später von OSAP A-Tip angesprochen wurde. Und es gibt diese Hokuspokus-Aspekte vom UFO-Phänomen. Das hat man früher sehr getrennt, aber sie sind offenbar nicht trennbar. Und das wird auch normaler, automatisch, nebenbei, mit den anderen Dingen. Ja? Also offenbar kann man sie auch nicht trennen. Man kann auch UFOs am Nachthimmel nicht trennen von anderen Dingen, die vielleicht seltsam oder unangenehm sind. Also da gibt es jetzt diese Einteilung von Hayek. Close Encounters. Ich will die jetzt nicht nochmal auflisten, aber worum es mir geht, ist, irgendwelche seltsamen Lichtflecken am Himmel, damit hat kaum wer ein Problem. Bei Tag eine silberne Scheibe oder eine silberne Kugel, die in der Luft steht oder sich schnell bewegt, damit haben schon mehr Leute ein Problem. Wenn dann so ein Flugobjekt irgendwie so deutlich sichtbar ist, dass man durch Fenster oder was immer das auch ist, drinnen Wesen sehen kann, wird es schon unangenehmer. Spricht man über sowas, wenn man sowas gesehen hat? Was hält man davon, wenn man davon hört? Und wenn dann diese Wesen auch noch aussteigen oder man begegnet ihnen in einem anderen Zusammenhang und sie geben sich als Nichtmenschen zu erkennen, dann wird es schon sehr, sehr, sehr seltsam. Und es geht natürlich noch weiter. Entführungen, Verstümmelungen, Viehverstümmelungen, dieser ganze unangenehme Bereich, Verletzungen durch UFO-Begegnungen. Damit kann man nicht anfangen, ein Gespräch. Also wenn man ein Gespräch mit jemandem führt, der sich nicht bis jetzt beschäftigt hat, muss man mit Gesetzesinitiativen in Amerika und Beobachtungen von Kampfpiloten anfangen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich damit beschäftigt und eben auch in diesen Gesprächen jetzt, kommt auch diese Themen immer mehr zur Sprache und werden auch immer normaler. Es gibt ein anderes Video von der Sarah Gamm, das war vorher unbekannt, das hat auch erst ein paar tausend Aufrufe, das war vor einem Jahr. Da hat sie auf einem esoterischen Kanal über ihre psychische Mediumarbeit gesprochen. Offenbar hat sie schon von Kindheit auf Kontakt mit Geistern gehabt, sie gesehen oder ihre beobachtet, wie sich Dinge bewegt haben. Sie hat offenbar selber an Geisterjagden teilgenommen, auf Friedhöfen und so weiter und hat sich ausbilden lassen, das kann man ja auch. Sie ist also ein zertifiziertes Medium, wer immer das auch zertifiziert. Und sie macht das auch und sie begleitet Leute, sie macht Ausräucherungen von Häusern. Alles das, was man halt sich so vorstellt von einem psychischen Medium oder von einem Medium. Und auch das berichtet sie als ganz normal. Und es ist für sie auch kein Problem, dass sie eine ausgebildete Wissenschaftlerin ist und im Militärdienst quasi gearbeitet hat. Sie war offenbar auch kurz bei Lockheed.
Martin. In diesem anderen Interview zum Beispiel betont sie, ja, sie geht offen irgendwelchen Phänomenen entgegen, aber sie hat auch immer ihren Wissenschaftshut auf. Sie ist als erster Linie Physikerin. Zuerst, wenn sie sich einem Phänomen nähert, überlegt sie sich alles, alles, was es sein könnte, außer etwas Außergewöhnlichem. Sie analysiert es, sie denkt sich die Situation durch, sie hat ein breites Wissen über Physik und was alles möglich ist. Und erst wenn das ausgeschlossen ist, dann akzeptiert sie das als psychisches Phänomen und behandelt es als solches. Und sie betont auch, dass sie ein richtiger Geek ist. Also das ist sowas wie ein Nerd, aber ein Geek ist noch mehr technisch orientiert. Sie ist ein Zahlenfetischist. Sie sagt, sie war bei der Taskforce sehr beliebt, unter anderem, weil sie sich die Sachen angetan hat, die viele andere Leute nicht mögen. Keine Ahnung, ein Objekt fliegt herum und sie schaut sich die genauen Bewegungsmuster an, gibt es eine Parallaxe, also eine falsche Wahrnehmung von der Geschwindigkeit und gerechnet und gerechnet und gerechnet. Sie ist ein Zahlen-Nerd. Sie ist eine Vollblutwissenschaftlerin. Und trotzdem ist sie Cat Lady und Medium. Und es schließt sich nicht aus. Und diese Art von Dingen, die sich ausbreiten als normal, nimmt zu. Der Materialismus, den die meisten Leute von uns noch in Fleisch und Blut haben und in den meisten Medien auch wiedergespiegelt wird, der verliert an Bedeutung. Ich sage nicht, dass der Materialismus nicht stimmt. Bloß weil Einstein neue Dinge aufgestellt hat, ist Newton nicht widerlegt worden. Newton funktioniert in einem bestimmten System. Und als Quantenphysik aufgekommen ist, wurde Einstein nicht vom Thron gestoßen, sondern erweitert. Es gibt halt Bereiche, in denen funktioniert das so und Bereiche, in denen funktioniert das so. Das eine schließt das andere nicht aus. Und wenn es jetzt noch eine psychische Ebene gibt über uns oder um uns, die uns verbindet und Telepathie und anders ermöglicht, heißt das ja nicht, dass der Materialismus nicht stimmt. Er stimmt halt nur in einem bestimmten Bereich. Aber man darf ihn nicht als das nehmen, was alles andere übertrumpft. Wie zum Beispiel das Bewusstsein aus dem Materialismus, aus der Raumzeit entsteht, wird mittlerweile sehr in Zweifel gezogen. Demgegenüber steht der Idealismus, und der den Geist an erster Stelle setzt. Und wir wissen aus Beobachtungen, gerade in der Quantenphysik, dass manche Dinge erst passieren, wenn sie beobachtet werden. Aber was heißt das eigentlich? Haben wir dann diese Realität geschaffen? Schaffen wir die ganze Realität? Ist Geist dasjenige, was fundamental in unserem Universum ist? Führt jetzt zu weit, aber diese Sachen werden normaler diskutiert, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit. Und bis vor kurzem waren solche Gespräche, also jetzt nicht über Idealismus abstrakt, aber geistige Fähigkeiten, sehr, sehr schwierig. In dem anderen Interview, das ich auch verlinken werde, sagt die Frau, die sie interviewt, es sind zwei, die sie interviewt, die andere Frau ist auch ein Medium, die sagt, solche Gespräche waren in ihrem Umfeld bis vor einige Jahren tabu. Oder sie sagt auf Englisch verboten. Es gibt ein englisches Lehnwort aus Deutsch, verboten. Sie sprechen es ein bisschen anders aus, verboten oder verboten. Und das heißt halt absolut tabu. Darüber redet man nicht. Das ist kein Thema. Und bis vor kurzem war das auch so, dass man über diese Dinge einfach nicht reden konnte. Und das ändert sich eben jetzt. Ich glaube, es war der Herr Pines, der im Zusammenhang mit Remote Viewing gesprochen hat, von einer Big Minority von Leuten, die das erfahren, erleben und wissen. Und darüber rede ich auch immer wieder. Es gibt Statistiken, die sagen, ungefähr 20% der Bevölkerung haben schon mal ein UFO gesehen, was immer es dann noch wirklich war, aber etwas Ungewöhnliches. Und wenn ich solche Videos mache oder Artikel schreibe, kriege ich auch immer Mitteilungen von Leuten, die dann auch erzählen, was sie gesehen haben oder erlebt haben. Und das gilt auch für parapsychologische, ich sag das immer falsch, parapsychische Phänomene. Also für Psi-Phänomene. Fast jeder hat
das erlebt irgendwo oder in der Familie jemanden, der das erlebt hat oder weiß von einem Fall. Ja? Das ist das, was er meint mit einer Big Minority. Es sind vielleicht nicht alle Leute, vielleicht das ist doch nicht jeder so getuned, vielleicht ist jeder nicht so genetisch getuned, dass er diese Dinge erfährt oder erlebt, aber viele schon. Das ist einfach viel häufiger, als man glaubt. Sowohl die Phänomene, als auch Leute, die sie erleben. Dasselbe gilt ja auch für UFOs. In den letzten zwei Folgen von meiner Wochenschau habe ich ja über diese New York City UFOs berichtet. Von den wissenschaftlichen Brüdern namens Tedesco, die das erforscht haben, fast ein Jahr lang und irrsinnig viel entdeckt haben. Ich habe da auch ein paar Bilder das letzte Mal gepostet. Die haben halt nicht einfach nur Lichter am Himmel gesehen, sondern sie haben tolle Messinstrumente verwendet. Und diese tollen Messinstrumente haben mehrfach bestätigt feste Objekte gefunden, die sich nicht erklären lassen mit Hubschraubern, Flugzeugen, Ballons und sonstigen Sachen. Und teilweise haben sie gar nicht gesehen, sprich mit bloßem Auge waren sie nicht wahrzunehmen, nur mit Infrarot. Was mich zu der Aussage geführt hat, dass da wahrscheinlich noch viel, viel mehr herumfliegt und herumgurkt, das wir einfach nicht sehen mit unseren Sinnen, weil es zu schnell ist, weil es zu klein ist, weil es nur im Infrarotlicht sichtbar ist. Auch was sie so sagt, bestätigt das wiederum, dass es viel mehr gibt, Big Minority. Ein Grund, oder genau, da gibt es auch noch diese Dame namens Barbara Eberhardt, eine deutsche Großmutter, die in den USA gelebt hat, jetzt wieder in Deutschland, glaube ich, und die erst sehr spät, mit 80 oder was, draufgekommen ist, dass sie offenbar von UFOs entführt wird, regelmäßig, wurde und noch immer. Und die erzählt das mittlerweile in vielen Podcasts, frei von der Leber weg, sagt sie, ja, sie hat auch ein Implantat und das ist ihr passiert und das ist ihr passiert und da ist sie woanders aufgewacht, als sie eingeschlafen ist. Und ja, da wurde sie dorthin entführt und jetzt erinnert sie sich wieder durch Hypnose oder was auch immer. Das ist eine nette, vollkommen klar formulierende und sprechende Frau. Ich sage nicht, dass es wahr ist, was sie sagt. Vielleicht ist es wahr. Sie sagt, sie wird auch immer wieder geholt, weil sie muss sich als Surrogat Mutter um Hybride kümmern auf diesen Raumschiffen oder Raumstationen. Sie ist selber die Mutter von mehreren Hybriden, Außerirdischen. Ich sage nicht, dass das stimmt. Aber es ist jetzt möglich, dass solche Leute so etwas sagen, ohne dass sie gleich irgendwo eingewiesen werden. Und vielleicht, wenn man sie wo einweisen würde, würde man nach ihrem Implantat suchen und vielleicht ist da wirklich eins. Und wo sagt sie das? Im Internet, also auf Social Media, in Podcasts. Ja, ich werde auch dazu einen Link setzen. Und das ist ein wichtiger Teil dieser Enthüllung, dieser langsamen, bröckelnden Enthüllung, der kleinen Enthüllung. Nicht der Präsident sagt, es gibt Außerirdische, sondern dieser langsame, diese um sich greift, auch mit meinen Videos und mit meinem Kanal, mit Kanälen rund um mich herum. Im deutschsprachigen Raum international. Ohne das Internet, ohne Social Media wäre das nicht möglich. Weil es nicht kontrollierbar ist. Kontrollierbar wie große Medien. Große Medien üben sich in Zensur oder Selbstzensur, egal ob das jetzt von Regierungen bestimmt wird oder weil sie sich nicht verscherzen wollen mit ihrem Zugang zum Militär oder weil sie einfach Angst haben, dass ihre LeserInnen davonlaufen oder ihre Seher oder sie für blöd erklären, egal, ja. Diese Form von Information, wie wir sie früher vermittelt bekommen haben, also nur durch die großen Medien, die haben das manchmal ein bisschen bearbeitet, aber sehr wenig. Man musste dann halt einen Newsletter, einen schriftlichen Fanzine, gedruckt, fotokopiert, abonnieren, um über UFO-Sachen zu informiert zu werden oder oder Bücher lesen, wo ab und zu mal eins rausgekommen ist, alle ein, zwei Jahre. Und jetzt gibt es diese Sachen im Internet, auf Video, dutzendfach, hunderte, tausende eigentlich, auch schon dutzende Kanäle, so wie meinen, mit unterschiedlichem Fokus. Und man kann alles abrufen, jederzeit.
In den 90er Jahren gab es ganz viele Interviews mit Whistleblowern aus Roswell. Die meisten von denen sind schon tot, aber sie wurden damals aufgenommen. Sie wurden damals gefilmt. Und das kann sich jeder heute mit einem Mausklick anschauen. Die Information ist da. Wenn man sich mit ihr beschäftigen möchte, die Information ist da. Siehe, was ich vorher über Psi gesagt habe. Wenn man sich damit beschäftigen möchte, dann findet man die Studien und Untersuchungen, die Psi beweisen. Wenn man nicht nachschaut, wird man sie nicht finden, weil aufs Auge gedrückt werden sie einem heute noch immer nicht durch die Medien. Gut, also wie gesagt, Lob dem Internet. Nochmal, um noch was Letztes zu Gamen zu sagen, eine von den Sachen, die auch sehr interessant waren, das ist jetzt mehr die Details, die auch meinen Kanal oft interessieren. Matt Ford hat sie gefragt, wie das war, als dann Arrow zustande kam, also die offizielle UFO-Forschungsbehörde des Pentagon. Und sie hat gesagt, das war sehr, sehr seltsam, weil Arrow wollte nichts wissen. Sie haben sich abgeschottet. Sie in der UAP-TIF, also in der UAP Task Force, und ihre Kollegen haben ganz viel Material gesammelt, viele Fälle, die sie widerlegen konnten, aber auch viele Fälle, die nicht widerlegt wurden, und sie wollten gerne das Material an Arrow übergeben. Und Arrow hat gesagt, nein, danke, kein Interesse, wir haben unsere eigenen Archive und unsere eigenen Datenbanken. Und sie hat das ein paar Mal versucht, sie sagt, sie ist sehr beharrlich in solchen Dingen, und auch andere haben es versucht, und Arrow wollte es nicht wissen. Und das führt natürlich dazu, was man bisher über Arrow vermutet hat, sie schauen gar nicht so genau. Auch Stratton hat das, glaube ich, gesagt. Er hat mit ein paar Leuten von anderen Regierungsorganisationen geredet und auch von Firmen. Arrow hat dort nicht nachgefragt oder nachgefragt durch eine ganz einfache E-Mail. Hallo, wisst ihr zufälligerweise irgendwas über UFOs? Und wenn die gesagt haben, nein, haben sie gesagt, okay, danke. Nicht nachgefragt, keine konkreten Fragen gestellt, keine Androhungen von Untersuchungen und so. Ja? Arrow will das meiste, oder bisher zumindest, will das meiste nicht wissen. Weil wenn sie es nicht wissen, dann müssen sie es auch nicht dem Senat gegenüber erzählen. Und sie müssen es der Öffentlichkeit gegenüber nicht erzählen. Plausible, nicht Verweigerung, dann Deniability. Also man kann glaubhaft behaupten, dass man nichts weiß, weil man nichts weiß. Und warum weiß man nichts? Wenn man sich die Informationen absichtlich nicht holt. Ja? Also wenn ich in einer Partei bin und ich möchte nichts darüber hören, dass mein Parteichef vielleicht korrupt ist und ich die Informationen bewusst ignoriere und ausblende und davonlaufe, wenn ich sie bekomme, dann kann ich bei einem Interview, bei einem Fernsehsender sagen, ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ich weiß nichts davon, dass unser Vorsitzender korrupt ist. Und so ähnlich funktioniert Arrow. Das bestätigt sie auch. Und das war auch sehr, sehr interessant. Das sagt sie mehrmals. Ich empfehle überhaupt jedem, sich das Video anzusehen. Ich werde es verlinken, natürlich. Und vielleicht erst ab Minute 20 einsteigen. Sie sagt schon noch das eine oder andere Interessante. Auch über konkrete Fälle, die sie teilweise beobachtet hat. Oder über die sie Bescheid weiß. Soweit sie halt jeweils gehen kann. Das ist aber nicht mein Fokus heute. Mein Fokus ist eben diese Öffnung, dass immer mehr und immer diversere Leute sich äußern. Und damit kommen wir zum Abschluss und zu meinen Abschlussgedanken. Wie funktioniert Disclosure, also Enthüllung? Ich habe das ja schon im letzten Video gesagt, dass ich das Gefühl habe, wir befinden uns langsam in einer langsamen Disclosure, in einer sanften Disclosure. Schauen wir mal, ob das stimmt. Der wesentliche Punkt ist aber, wie funktioniert das überhaupt? Auch da gibt es gerade etwas sehr aktuell Neues. Offenbar gibt es ein neues Interview, ich habe es noch gar nicht angeschaut, von dem ehemaligen CIA-Mitarbeiter Jim Zamivan, der mit Tom DeLonge die To The Stars Academy und To The Stars Firma betreibt und die auch im Thema eine große Rolle bei der Enthüllung spielen. Und der hat gegenüber einer großen amerikanischen Zeitung, USA Today, gesagt,
Die Regierungen haben keinen Plan, wie sie eine Enthüllung durchführen können. Denn es gibt keine kleine Enthüllung. Wenn eine offizielle Stelle oder der Präsident zugibt, ja, wir wissen, dass es UFOs gibt, wir wissen, dass es anderes Leben gibt. Dankeschön, schönen Abend noch. So funktioniert das nicht. Sobald man auch nur ein bisschen zugibt, also sobald man den einen Schritt macht und sagt, wir sind nicht alleine, ergeben sich tausende andere Fragen. Was habt ihr bisher gewusst? Was habt ihr bisher getan? Habt ihr was? Habt ihr Kontakt zu denen? Und alle anderen Fragen. Was wollen die? Sind wir in Gefahr? Was sollen wir tun? Man kann nicht ein bisschen enthüllen. Wie der klassische Satz, man kann nicht ein bisschen schwanger werden. Du kannst nur ganz enthüllen. Und darum gibt es so viele, die das noch immer verhindern wollen, vermutlich. Aber was der Auftritt von Gam und auch der Auftritt von Pines für mich gezeigt hat, ist wieder einmal, dass das alles vielleicht gar nicht so hinter den Kulissen spektakulär ist, wie man glaubt. Ich will ein bisschen erklären, was ich damit meine. Man stellt sich immer vor, die Gatekeeper, die das alles geheim halten, das ist sowas wie eine Geheimloge. Die treffen sich ab und zu im Keller und haben vielleicht spitze Hüte auf oder Kutten und machen ein Geheimzeichen, um sich zu treffen und so weiter. Und besprechen dann die großen Verschwörungen, wie sie das alles machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Leute, die die Gatekeeper sind, einfach irgendwelche Regierungsangestellten sind, also irgendwelche Behördenangestellten. Ja, Militärs, ja, Geheimdienste, ja, sicher sehr hochrangig, aber die haben so ein Gentleman Agreement, die kommunizieren, auf welche Weise auch immer, wahrscheinlich nur mündlich, bei gelegentlichen Treffen wahrscheinlich, und plaudern darüber, wie sie Sachen ein bisschen verbergen und geheim halten können. Und sie schotten ja die Sachen auch sehr, sehr ab in kleinen Bereichen. Und das unter so großer Geheimhaltung, dass ab der zweiten Stufe sogar die Wachdienste rundherum nicht mehr wissen, was da eigentlich bewacht wird. Ich glaube, das sind ganz normale Typen, die halt glauben, dass das eine gute Idee ist oder das geerbt haben, Legacy Program, und halt noch immer glauben, dass das eine gute Idee ist, das geheim zu halten. Und danach agieren sie eben. Dasselbe gilt für die verschwörerischeren, schönes Wort, Gruppen wie Collins Elite. Auch über die habe ich ja schon ein paar Mal gesprochen. Also die angebliche Gruppe, nein, nicht die angeblich, die ziemlich sicher existierende Gruppe aus fundamentalen Christen, also aus fundamentalen religiösen Fundamentalisten, um nicht zu sagen religiösen Fanatikern, die die gesamte UFO-Forschung ablehnen, weil sie sagen, das sind Dämonen und wir sollen uns nicht mit Dämonen beschäftigen. Das steht schon in der Bibel, wir dürfen das nicht. Auch das sind keine Kuttenträger, glaube ich. Das sind einfach einflussreiche Leute, Geschäftsleute oder vielleicht auch im Militär oder so. Und die treffen sich halt ab und zu auf einer Yacht oder bei einem Jagdausflug oder vielleicht auch einfach nur in einem Hinterzimmer. Verschwörerische Gruppen sind extrem banal. Das sind einfach nur ein paar Typen. Ja, mächtig, aber auch nicht übermächtig. Darum glaube ich auch nicht so an den großen Deep State, der alles organisiert, weil das sind immer nur einfach Leute. Es sind einfach immer nur Typen. Mafia-Filme sind jetzt nicht mehr so ein großes Ding, aber vor einigen Jahren oder Jahrzehnten waren die groß. Auch das hast du gesehen. Der Pate und seine Leute, die wollen nicht einfach alle Politiker kontrollieren und dauernd jemanden umbringen. Die wollen einfach ihre Geschäfte machen. Und da müssen sie halt einmal einen Politiker bestechen oder einen anderen beseitigen. Ja, leider, so ist das halt. Das heißt, es menschelt, wie man auch so sagt. Das sind immer Leute, sind immer Typen. Und was die Sarah Gamm ausgesagt hat über die Strukturen im Pentagon, ist für mich eine weitere Unterstützung. Klar gibt es Gruppen, die auch dagegen und gegeneinander arbeiten. Aber im Großen und Ganzen sind auch die Gatekeeper einfach irgendwelche Leute. Letzte Woche ist auch erwähnt worden von jemandem, also jemand, der einmal David Grush interviewt hat, hat gesagt, dass er einmal einen wichtigen Whistleblower interviewt hat und der hätte ihm gesagt, wer an der Spitze der Geheimhaltung steht, an der Spitze der Gatekeeper. Und das ist dann eben nicht irgendwie ein
ein Freimaurer des x-ten Grades und ein Illuminati oder was auch immer, sondern er hat gesagt Dick Cheney. Wer es jetzt nicht parat hat, Dick Cheney war ein ehemaliger Vizepräsident unter George W. Bush. George H. W. Bush. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wie auch immer, ein wichtiger amerikanischer Politiker, der hinter den Kulissen mehr oder weniger sicher Sachen gemacht hat. Nein, ich glaube, es war bei George Bush. Weil ich glaube, er war einer derjenigen, die den Irakkrieg dann mit ausgelöst haben. Was ja, George Bush war immer nur eher ein Hampelmann. Wie auch immer, das ist jetzt nicht so wichtig. Das Wichtige ist, der Cheney kommt aus einer großen, bekannten politischen Familie. Jetzt gerade auch wieder interessant, weil er als Erzrepublikaner jetzt Kamala Harris unterstützt, wenn auch nicht öffentlich ausgesagt, aber man weiß es durch seine Tochter, ebenfalls eine Erzrepublikanerin, die aber die Untersuchung gegen Trump angeführt hat, führt zu weit, ist jetzt nicht unser Thema. Aber es ergibt Sinn. Der Herr Cheney war ein hochvernetzter Politiker und in Geheimdienstenkreisen und CIA und so weiter. Klar steht so jemand an der Spitze und nicht irgendjemand, der geheime Rituale im Keller ausführt. Das ist einfach ein Bürokrat, der das tut, weil er es für richtig hält. Auch wenn er Sachen wie UFOs, Außerirdische und potenziell Geister damit unter der Wahrnehmung der Öffentlichkeit hält. Weil siehe, was ich vorher gesagt habe, es gibt halt keinen Plan, man kann das nicht einfach so sagen. Der hat ganz pragmatische Gründe, warum er das nicht sagen möchte, wenn er tatsächlich an der Spitze der Gatekeeper steht. Weil die USA müssen die Vormachtstellung in der Welt bewahren, denkt er und seine Leute. Wir müssen verheimlichen, was wir wissen und verheimlichen, was wir nicht wissen, unseren Feinden gegenüber. Für so jemanden ergibt das vollkommen Sinn. Und darum glaube ich auch, dass sowohl die Gatekeeper als auch die Enthüllung wahrscheinlich viel banaler ist und ablaufen wird, als wir so gemeinhin annehmen. Weil noch haben wir so ein Schwarz-Weiß-Denken. Entweder alles ist Materialismus und es gibt überhaupt nichts, oder es gibt Aliens, oh, mit Tentakeln, und die entführen uns und die wollen uns, was auch immer, aufessen oder züchten oder was auch immer. Und viele Leute in der UFO-Community stürzen sich auf das. Es gibt ja viel Sensationalismus auch. Und da gibt es diese ganzen, ich verwende sie auch manchmal, aber überbordende KI-Bilder und Schreckensbilder und noch ein Alien und noch ein UFO und noch ein Video mit was herumfliegt. Ich will die Leute gar nicht dissen, die das machen. Es ist Entertainment und auch eine Form der Verbreitung der Botschaft. Aber es ist vielleicht einfach viel einfacher. Vielleicht halten einige Leute Dinge geheim, weil sie selbst nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und vielleicht sind diese anderen Besucher auch viel banaler, als wir denken. Vielleicht sind sie mit uns verwandt und haben immer schon neben uns gelebt und wir haben sie nur nicht wahrgenommen. Und darum glaube ich, dass die Enthüllung auch ganz anders ablaufen wird, als wir bis jetzt geglaubt haben. Eben durch solche Sachen wie Interviews mit Sarah Gamm. Bisher haben wir ja immer geglaubt, die Enthüllung sitzt wie ein Pflaster fest. Also nicht Enthüllung, sondern die Geheimhaltung sitzt wie ein Pflaster fest auf unserem Oberarm. Und um die Geheimnisse, die darunter liegen, zu enthüllen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Es langsam, langsam abzuziehen, das tut immer wieder weh. Und ui, da wieder was, da wieder was, da wieder eine Enthüllung, da wieder eine Enthüllung. Soft Disclosure oder Controlled Disclosure. Oder irgendwas passiert, rapsch, wir ziehen das Pflaster ab und es tut dann kurz weh, aber hoffentlich beruhigt sich das dann nachher darunter. Das wäre die Catastrophic Disclosure. Plötzlich sagen die Aliens, sie sind da. Plötzlich sagen die Weltregierungen, die Aliens sind da. Beides glaube ich eigentlich mittlerweile nicht mehr. Wenn das mit der Sarah und anderen so weitergeht, wird das passieren, was sehr oft passiert.
Banalität, die Osmose, das langsame Mitbekommen von Dingen. Person, das hat auch der Herr Peins in einem anderen Interview gesagt, die Botschaft wird sich Person für Person, Medium für Medium weiter verbreiten. Langsam, langsame Wellen. Um bei meinem Vergleich zu bleiben, man hat das Pflaster drauf, dann ist man unter der Dusche und man merkt es gar nicht. Das Pflaster wird nass, immer nasser und irgendwann rutscht es ab. Und man hat es gar nicht wirklich mitbekommen. Wird die Enthüllung so ablaufen? Ich halte es für nicht unwahrscheinlich. Einige Indizien zeigen darauf hin, also dass die Regierung von sich aus was macht oder die Regierungen, eher fraglich. Und diese langsamen Enthüllungen von höherer Stelle, die gibt es zweifellos. Aber ich glaube, dass es in Wirklichkeit durch banale Dinge passieren wird. Immer mehr Leute werden sagen, ja, ich war auch bei dem Programm, ja, ich habe das auch gemacht. Ja, klar, haben wir da ein UFO-Teil herumliegen, aber wir wissen nicht genau, was wir damit anfangen sollen. Die sind extrem schwer handzuhaben. Die haben so komische Isotopen, die können wir gar nicht herstellen. Ja, wir haben auch ab und zu Kontakt mit den Aliens, aber es ist schwierig, weil die reden nicht so gern mit uns. Es wird vielleicht einfach ganz banal werden. Also ist, nichts davon ist banal, aber wenn es langsam, 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 drip, drip, drip so weitergeht, ist das vielleicht die Art der Enthüllung, auf die wir zusteuern. Das ist auch einer der Gründe, warum mein Kanal überhaupt nicht sensationell ist. Natürlich mache ich manchmal Schlagzeilen oder sowas, aber ich behandle das sehr objektiv. Ich schaue mir das an. Was sind die Fakten? Was passiert gerade? Wo hat wer was gesagt? Was deutet auf etwas Neues hin? Aber distanziert, journalistisch, skeptisch. Ich sage über nichts davon, dass es wahr ist. Ich halte nur vieles für wahrscheinlich oder für möglich sowieso und vieles davon auch für wahrscheinlich. Und diese langsame Entwicklung, die verfolge ich eben skeptisch, aber auch mit Argusaugen, mit sehr scharfem Blick, wie ich hoffe. Woche für Woche in den News, ab und zu wie jetzt in einem längeren Nachspiel, gelegentlich auch mit Interviews und mit Breaking News. Ja, damit bin ich beim Schluss angekommen und wer all das hören möchte von mir, Neuigkeiten, Breaking News, weitere Überlegungen wie diese, Interviews mit interessanten Partnern, ich bin tatsächlich an ein paar interessanten Interviewpartnern gerade dran, möchte aber noch nichts verraten, der sollte diesen Kanal abonnieren. Also wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch. Dadurch und natürlich diese Glocke einschalten, damit auch wirklich Informationen durchdringen, wenn ich was Neues hochlade, wenn ich etwas Neues aussage. Noch besser ist natürlich, man wird Kanalmitglied. Da stehen zwar bei den Kanalmitgliedern einige Benefits, die ich nur marginal erfülle, aber wenn man Mitglied wird, erstens unterstützt ihr mich damit und Videos dieser Art und neue Videos und andererseits bekommen Kanalmitglieder tatsächlich oft ein bisschen frühere Informationen oder Videos früher zu sehen als andere. Ja, also bitte abonnieren, aber auch ein Like setzen und einen Kommentar schreiben. Beides vielleicht auch bei anderen Videos auf dem Kanal. Also wenn ihr mir wirklich helfen wollt, geht einfach den Kanal durch und macht überall ein Like oder schreibt überall einen kleinen Kommentar. Dann weiß YouTube, das ist interessant für Leute und schlägt es noch mehr Leuten vor. Das hilft mir als Kanal im Wachstum. Es hilft aber vor allem dem, was ich ja eigentlich will, der Enthüllung helfen, damit sich das Thema verbreitet, immer mehr und immer mehr Leute rauskommen, die irgendwas sagen. Und das Thema akzeptabler wird, auch bei uns in unseren Medien. Das heißt, wenn ihr diesem Kanal helft, helft ihr der Enthüllung. Ihr werdet Teil von Team Disclosure. Gut, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber in gewisser Weise stimmt das schon. Habe ich noch was zu sagen? Mehr über die aktuellen Geschehnisse in der nächsten Wochenschau. Das gilt für jede Woche, also auch wenn ihr dieses Video erst nach meiner aktuell nächsten Wochenschau seht.
Es wird auch weiterhin wahr sein. Alles, was sich aktuell tut, einmal die Woche auf dem Kanal UFO TV als UFO TV Wochenschau oder UFO TV News. Ja, und Abo und das Ganze habe ich ja schon gesagt. Ich möchte noch dazu sagen, ich bin auch persönlich zu haben für andere Podcasts als Interviewpartner, für Medien, Printmedien und sonstige, Fernsehmedien, wer möchte. Und ich bin auch buchbar als Vortragender, auch im privaten Kreis, für größere Veranstaltungen, aber auch für selbstorganisierte. Da werde ich übrigens demnächst bei einigen sein, werde ich vielleicht teilweise ankündigen, auch auf meinem Kanal. Also auch diese Möglichkeit gibt es. Man kann mich leicht finden, meine Kontaktdaten sind natürlich auf dem Kanal. Ja, Links zu all dem, was ich erzählt habe, in der Beschreibung, also zu den anderen Videos, den anderen wichtigen Videos. Und damit bin ich jetzt wirklich am Ende angekommen. Ah, eins noch. Ihr könnt mich natürlich auch unterstützen, indem ihr Merchandise kauft in meinem Kanal, also mit dem Kanallogo, mit dem alten und mit dem neuen Logo. Tolle Tassen und T-Shirts und so weiter. Ja, aber niemand muss irgendwas davon tun. Ihr könnt auch einfach die Videos anschauen, auch das hilft mir natürlich. Und ihr solltet das alles nur tun, wenn ihr es wollt. Und natürlich auch meine Videos nur anschauen, wenn ihr es wollt. Aber weiter sagen ist zum Beispiel eine hilfreiche Option. Gut. Bevor ich mich hier wiederhole, kommen wir jetzt wirklich zum Ende. Ich wünsche euch allen alles erdenklich Gute, vor allem Leuten in den Krisengebieten, aber auch sonst. Wenn sich der Himmel wieder ein bisschen aufklart, vielleicht ab und zu nach oben schauen. Vielleicht sieht man ja mal was Interessantes. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf diesem Kanal. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.